nicht in meine Flammen rein. Ich habe kaum gedacht, dass wir den schaffen. Wow. Lydia, du bist eine Heldin. Du bist eine tapfere Reckin. Man kann es nicht anders sagen. Was für ein Ausblick. Was für ein Ausblick. Beweislauf. Was hat er hier? Was hat er hier? Was hat er sich angesammelt? Armschutzstiefel. Müssen wir mal schauen. Meine Stiefel. Jo, nee, das. Die nehme ich doch gerne. Die nehme ich doch gerne. Hier was für Lydia vielleicht. Ja, na, vielleicht. Ich gebe es hier mal. Oh. Den kann ich vielleicht gerade so noch anziehen. Als Zauberer. Aber damit kann es natürlich sein, dass meine Zauberkraft, dass die ein bisschen schwindet, ne? Eisen, zu viel Eisen ist nicht gut um mich herum. Ja, auch mein Helm, ne? Den setze ich schon die ganze Zeit, kann ich den nicht aufsetzen. Ich nehm's. Dieser Helm, der ist vollständig aus Eisen. Nein, den kann ich nicht aufsetzen. Da bin ich in meiner Konzentration gestört. Leider. Ja, was müssen wir wegwerfen? Wir haben zu viel. Wir haben eindeutig zu viel. Die hier. Das kommt weg. Und. Ja. Und. Die Fellrüstung. Die kommt auch weg. Müssen wir mal schauen. Muss ich mir mal anschauen. So, also. Wo sind die Stiefel? Hier. Ach nee. Hier. Gut. Das sieht ja schon mal gut aus. So, dann. Das gebe ich Lydia. Dann habe ich schon mal wieder. Oh, nee, dann habe ich schon mal wieder was weg. Und die Lederrüstung. Die Lederrüstung. Halt, Moment, wo ist denn. Ach hier, Entschuldigung. Jo, die ist im Grunde gleichwertig, ne? Die ist etwas gleichwertig. Deswegen. Da uns ja die Lederrüstung wahrscheinlich sowieso wieder kaputt geht. Ich bin direkt hinter euch. Genau, wirst du mal was tragen für mich? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Jetzt muss ich das mal in Anspruch nehmen. Hier, eine Lederrüstung. Und für dich was. Zieh's einfach an. Ich gebe dir mal noch den... Oh, ja, genau, du brauchst ja auch mal einen Fellumhang. So sieht's nämlich aus. Ach, dann gebe ich dir einfach den Helm. Ha! Jetzt wird ein Schuh draus. Nur gut, ich den. Dann habe ich ihn da doch nicht umsonst geschmiedet. Jo, und. Und? Und das war's.
Da gebe ich dir noch hier die Stiefel. Für alle Fälle. Dann habe ich ein bisschen Platz in meinem Rucksack, ne? Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich gebe dir es mal. Und ich nehme mal das. So, ich gebe dir außerdem noch, weil der hat auch einiges an Gewicht, diesen Bogen. Vielleicht kannst du ihn ja benutzen. Man weiß es manchmal nie, ne? Ihr geht vor, ich folge. Und, ja, ich glaube. Nach so einem Kampf, da wäre die Kehle rau. Da wäre die Kehle richtig rau. Was hat er denn hier liegen? Ein Ausdauertrank. Gold nehme ich gerne mit. Dietrich ist sowieso... Naja. Das ist... Wie es ist. Viel haben sie hier nicht abgepresst. Viel haben sie den Leuten Gott sei Dank nicht abgepresst. Den Göttern sei Dank. So, Lydia, da siehst du ja richtig verwegen aus. Noch einmal danke für deine Hilfe. Nun frage ich mich aber trotzdem, Lydia, ob wir nach Weißlauf zurück sollen und den ganzen Kram verkaufen. Ich weiß nicht recht. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut. Es könnte vielleicht gar nicht so übel sein. Weißlauf ist ja ganz in der Nähe, ne? Vielleicht von Nutzen. Ist der noch hier vorne, oder? Oder nicht? Ist der jetzt feindlich? Ich weiß es nicht. Ne? Nö, nö. Der ist noch in Ordnung. Viel Glück da draußen. Den lassen wir mal hier. Dem wird kein Haar gekrümmt. Schick siehst du aus, Lydia. Schick. So, wir haben gesagt, wir könnten was kochen. Das wäre nicht so schlecht. Fasan und ich glaube Hase war noch im Angebot. Genau, mehr haben wir nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch... Also Lydia, ich bin dafür, nochmal bei Pilator vorbeizuschauen. So, hier ist die Straße. Und dann auf. Nach Weißlauf. Zurück nach Weißlauf. Hier wird ja gearbeitet. Ohne Ende. Nicht schlecht. Kann ich hier mal die Schmiede vielleicht mitbenutzen? Danke. Danke, danke, danke. Was können wir denn noch so herstellen eigentlich? Langbogen brauche ich nicht unbedingt, aber dieses Beil hier, was brauche ich denn dazu? Stein und Reisig. Müsste ich mir in der Wildnis mit einer Axt... Bräuchte halt so eine Axt. Axt haben wir ja. Eine Axt habe ich doch bei unserem Haus. Na, mal schauen. Werden wir sowieso nochmal Rast einlegen müssen eventuell. Ah, ein Pfad. Ah, habe ich auch Stein dazu. Wo bekomme ich denn Stein her? Habe ich ja noch nie. Wir könnten einen Wanderstock herstellen.
Damit geht es ein bisschen schneller. Das Wandern. Was habe ich noch? Ja, jede Menge Feldzeug. Nee, brauche ich nicht. Was noch? Oh, Fackel. Eine Fackel. Leinentuch. Wo bekomme ich denn Leinentuch? Habe ich noch nie gesehen. Gerbergestell, ja. Lederschnüre, für was immer ich die brauche. Ach, und hier bräuchte ich, um so eine Verzauberungsausstattung mir herzustellen. Mhm. Aha. Und damit ich im Wasser besser, damit es da wärmer ist, damit ich nicht gleich erfriere. Ach, das ist halt die Schneebären. Na gut. Ja, dann. Na dann. Hast du irgendwas? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Werft einen Blick darauf. Ich werfe mal einen Blick auf deine Waren. Du hast so einen Barren. Nehme ich aber jetzt nicht. Hammer? Okay. Gut, gut. Chitinpanzer, Felllappen. Nee. Leinentuch. Ich will mal schauen. Rüstung reparieren? Wie viel kostet das? 50 Goldstücke. Jo. Nein. Nein, erstmal nicht. Und was ist mit meinem Schwert? Das habe ich nicht ausgerüstet. Okay. Ja, dann... Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, Lydia. Auf zur Piletor. War eigentlich noch irgendwas im Weißlauf zu regeln? Ich weiß nicht. Findet eigentlich jeder. Ich glaube eher nicht. Sag Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. So, ich brauche von dir. Bin wieder. Immer noch da. Ja, schön. Schön ist es. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Du bist für mich unentbehrlich. Ich wäre schon gestorben. Tja, ich weiß nicht recht. Was machen wir damit? Reparieren wir es nochmal? Wäre wahrscheinlich das Beste, ne? So, dann der Bogen hier. Ne, den behältst du mal. Aber vielleicht kannst du irgendwie mal zweihändig... Kannst du eigentlich nicht zweihändig? Ne, machst du nicht. Machst du wahrscheinlich nicht. Trotzdem. So, das behalten wir nur. Da haben wir ja alles. Ist ja blöd. Dann hast du ja doch gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Die Stiefel, ja, behalte sie trotzdem mal. So als Reserve, ne? Dann habe ich ja gar nicht viel. Alles steht zum Verkauf. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, ich habe nicht viel, ich sag's gleich, wie es ist. Ach du? Dir kann ich das verkaufen. Ja, die Stiefel, ja. Nee. So, haben wir hier noch was? Brauche ich eigentlich alles, ne? Ich bräuchte sogar mal wieder einen Krankheitstrank. So als... Ja, werde ich mir trotzdem so als Reserve... Einen brauche ich. So als Reserve werde ich den mir mal holen. Besser ist das. Ach so, hier. Brauche ich ja nicht. Aha, hier. Da ist auch noch was. Ja. Hm.
Könnte ich da irgendwas schmieden eigentlich mit diesem Silberband? Mal schauen, ne? Bitte kommt wieder. Das probieren wir noch. Was wollte ich jetzt noch? Was wollte ich noch? Lydia, ich hab's vergessen. Ich habe alles im Angebot, mein ich hab's Freund. Nicht vergessen. Was wollte ich noch? Wollte ich noch irgendwas machen? Ach ja, nee, Silberband, ja. Ach, was ist überhaupt mit dieser Notiz hier? Rudolf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein-, Herausschleichen mehr, kein Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinem Stuhl. Noch so ein Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Okay. Gut, gut. Ja, dann. Den braucht ihr heute gar nicht mehr zu betreten. Auf zur Heilerin. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Hoffentlich sagt sie nicht wieder, dass ich krank bin. Meistens hat sie recht. Was benötigt ihr, mein Freund? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Angehender. Angehend. So, ich brauche einen Krankheitsheiltrank. Gut. Und tschüss. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Denn, wie sieht's aus? Hier könnte die Sonne sein, ungefähr. Oder hier. Ah. Was gabt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Diese Kinder... Kein Respekt. Kein Respekt vor dem Alter.